Und wie stark ich die Horror fühle. Oh mein Gott. Hallo und herzlich willkommen bei Nakasato 74. Wir spielen 74. 74 ist weg von meinem Kanal. Nakasato oder Nakabaka. Es ist so lang her, dass ich das wieder weiterspiele. Ich musste das alles wieder neu spielen, bis ich hierhin komme, weil es gab keine Speicherfunktion. Oder eine Checkpoint. Also ich fand es angenehm, wo ich das Geräusch gar nicht hörte. Das ist jetzt bumm. Und als ich das mit Musik gespielt habe, vielleicht lege ich noch am Ende rein, das was ich gerade eben alles so gemacht habe. Hier war voll nichts, oder? Lampe, beschütz mich! Das ist normal, wenn ich Hunger habe. Wieso hat das Geräusch plötzlich aufgehört? Er hat die Tür nicht aufgekriegt. Das liegt noch ein bisschen daran, dass ich noch ein bisschen motiviert bin von der Musik, was ich angehört habe. Vielleicht! Ich werde mich so in die Hose machen. Ich habe gehört, dass das Spiel so schlimm sein soll. Bis jetzt war das nur das Anfang, glaube ich. Ich glaube, jetzt werde ich verfolgt. Nach was hat sich das Geräusch angehört? Nicht nach meinem Magen, sondern ein Metallstück, der auf dem Boden so rumschleift. Metallstück. Das Einzige, was mir in den Sinn kommen würde, ist ein Baseballschläger. Kann ich jetzt in die dritte Stock? Warte, kann ich dich als Waffe nehmen? Nein. Ich habe Angst. Da oben ist noch ein Ball, der wird mich noch erschrecken. Und mein Handy. Hör auf zu vibrieren. Erschreck mich nicht. Ihr kennt doch meinen Trick. Einfach den Wand anschauen und hochgehen. Da wird euch nichts passieren. Der Trick mit dem Scheißball, mit dem, der Trick, warte, der Trick, rückwärts zu laufen und nicht zu sehen, was hinter dir ist, ist total scheiße. Habe ich bei Dungeon Nightmares festgestellt. Seitdem das Geräusch unten aufgetaucht ist und ich und dann Mädchen und Frauen weinen gehört haben, ich bin nicht mehr sicher, ob ich da weitergehen will. Wie soll ich jetzt Piano? Lampe, wo bist du? Türe mal schließen. Türe mal schließen. So. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Das Spiel macht mich seelisch fertig. Da kommt das Geräusch her. Nein, ich kann da wieder rein. Oh, neues Text. It now knows you are here. Remember, don't look behind. It's
Der Mystic Eye ist dann. Oh, ich habe eine LOL-Nachricht. Scheiße. Er weiß, dass ich hier bin. Erinnere dich, dass du nicht zurückschauen sollst. Denn es ist ein Fehler, den ich gemacht habe, steht da. Soll ich jetzt rückwärts laufen? Nein, dann schaue ich ja nach hinten, sozusagen. Ich mach meinen Trick weiter. Einfach die Wandern schon. Oh, scheiße. Regal. Ich hänge fest. Irgendwas wird passieren. Oh fuck, er kommt. Renn! Ich kann nicht rennen. Es wird laut. Nicht mit mir. Ich hab keinen Sound. Und jetzt was Schönes denken. Erledigt. War nichts Perverses, sag ich schon mal. Du scheiß Rampe, geh weg. Ich hab aus dem Spiel rausgeklickt. Tür, geh wieder auf. Ich wollte nicht zudrücken. Ich wollte nur den Scheißlampe angreifen. Und der Spion fängt wieder an. Das wird immer gruseliger. Piano, beruhig dich. Beruhig dich. Bin nicht hier. Mami, tu was dagegen. Ne Baby, die Apokalypse bekommt. Keine Ahnung, irgendwas. Ich weiß, dass ich von dem Spiel nicht viel zeige, aber ich hab so höllisch Angst, das ist nicht normal. Überall Lampen. Oh, vergessen in den einen Raum reinzugehen. Lampe, geh weg. Du erschreckst mich. Überall Lampen. I will see you. Okay, adieu. Komm, warte, bitte nicht zu mir. Alter, scheiß Maus, die ist aus dem Fenster wieder raus. Aus dem Game. Hör auf mir, diese Hinweise zu zeigen. Irgendwas wird passieren. Mein Instinkt läutet sehr stark. Ich kann nicht durch. Atz. Maul. Rot. Warum rot? Kann es mal aufhören? Alter, reg mich das auf. Cam, häng nicht. Danke. Habt ihr das Lachen gehört? Das war doch nicht normal. Na, Frauenlachen. Kann ich auch. Ey, das Spiel, ich sollte richtig spielen. So. Da stand wer. Da in der Decke stand wer.
I will see you in hell. Da stand ein schwarzer Typ. Ich bin gerade. Ich wollte gerade sagen, ich bin gerade seelisch kaputt. Mann. Wie hat das jetzt alles aufgehört? Hab ich was gemacht? Ich will nur wieder Musik hören. Kein Geräusch. Okay, außer das eine. Lass mich die Maschmaschine anhören. Ich muss so dringend aufs Klo. Wenn jetzt noch einmal ein Jumpscare kommt, mache ich in die Hose. Scheiße. Mit kleinen Jumpscares. Ah. Ich muss aufs Klo. Ja. Endlich mal ruhig. Kein Baby dabei, kein Frau, die lag, keine kratzende Geräusche, keine komischen Pianomusiks. Kein schwarzer Typ, der hier um die Ecke ist. Ah. Erdbeben, versteht euch. Ich wollte doch nur schauen, was da steht. He took my baby. The noises he made, they drove me mad. I have never heard my baby make such noises before. Habe ich einen Zettel überlesen? Ich glaube, das war der erste Zettel, den ich gelesen habe. Das ist ja so circa 2 Wochen her. Ich habe einige Zeit dazwischen gelassen. Okay, er hat mein Kind, Baby genommen, gestohlen, gekidnappt. Und es gab ein Erdbeben. Und dass sie nie solchen Geräusch von ihrem Baby gehört hat. Okay. Glaubt, das war das Baby, was wir gehört haben. Ach, das ist nur Schatten da unten. Ich dachte, da steht wer. Neben dem Fenster. Hoffe ich. Ich kann ja nicht springen. Ah, ich muss dringend aufs Klo. Bitte keine Jumpscares. Bitte. Ups. Habe ich plötzlich in die Hose gemacht? Nee, was jetzt habt noch nicht. Aber wenn es so weitergeht, muss ich. Floor 1. He told me that I would never leave, no matter how long I walked, how far I went. It just never ended. Dass es nie endet, wird mir langsam auch klar, weil wir jetzt in einer Endlosschleife bestimmt drin sind. Würde mein Professorlehrer sagen. In the end, he just put it to an end. Du meinst eine Sackgasse? Hoffe ich. Wie soll ich? Kann ich rennen? Du fucking... Rohr. I said, what, it's time to put an end to this as well. He's quick front of you, but sadly, it's time to move on. No, he is coming. Ich sehe niemanden. Also, wie ich schon mal bei einem Video vielleicht gesagt habe, oder ist es schon drin? Nein, das kommt nach diesem Let's Play. Auch eine Horror-G, die hat nur eine Folge dauert. Das ist alles normal, dass die Lampen auf den Wänden oder Decken stehen. Das ist normal, haben wir gesagt. Warte, irgendwas passiert hier. Das ist der letzte Lampe. Wie mit dem Maus umgemacht.
Ah, noch trocken unten. Aber wann endet das Spiel endlich? Ich will es nicht mehr. Bitte keine Jumpscares. Was? All I wanted to do was buy him a lamp for his new room, just to bright it up the place. Deswegen die ganzen Lampen überall. Hat er nur auch deswegen sie getötet? Keine Ahnung. Bye. Wir sehen uns. Noch? Warte. Wie sagt es hier über Schleswig? He is here. He is here. He is here. Warte, mein Spiel. Wo bist du? Ah, es hat sich kurz rausgetippt. Schon wieder. Oh! Eine hell leuchtende Lampe. Wie süß. Mami! Renn weg! Wieso bewegt er sich so komisch? Es ist ziemlich nah. Ich sollte gerade neben mir sein. Über mir? Keine Ahnung. Alter, was ist hier auf den Treppen? Bin ich zu blöd, um die hochzulaufen? Was steht da? Hier ist hier. Was, haben wir das nicht vorhin schon gelesen? Wo? 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 Ich kann nicht springen. Wo? Ich sehe ihn nicht. Ist er verdammt? Wieder Richtung, du weißt, wo du bist. Hallo? Es ist schon zu Ende? Okay. Das war ziemlich gutes Spiel. Bin mit dem Nerven am Ende. Ich höre gleich wieder eine Musik nach dem Aufnahme. Damit ich wieder runterkomme. Damit ich überhaupt von diesem Flur überhaupt rüberkomme ins Toilette. Ich hab Angst rauszugehen. Wir haben 23:30 Uhr. Wie komme ich jetzt nicht aufs Klo? Oh, schau mal, das sind die Leute. Okay. 14. Juni 2015 wurde es released. Das wissen, glaube ich, viele. Glaube ich, alle. Ah, und außerdem, ich habe ja gesagt, dass es noch einen Vorgänger davon gibt, aber ich habe das Let's Play schon davon gesehen. Also werde ich das, glaube ich, wahrscheinlich nicht mehr spielen. Weil ich... Schluck auf, weil ich eh schon weiß, was da passiert. Das Spiel hat kontinuierlich ziemlich viel drauf. Jetzt wissen wir ja auch, um was es ging. Und dass wir auch so geendet haben wie die Frau. Aber ich denke eher, dass wir das Frau gespielt haben. Wir waren immer da drin, wo wir nicht flüchten konnten. Wir waren da, haben das Geräusch von dem Baby gehört und das bei dem einen Raum, wo wir am Anfang gefangen waren und geweint hat. Die Frau, die geweint hat, war ich. Ich glaube, ich war die Frau. Naja, egal. Ich habe ja schon kurz erwähnt, dass es schon ein anderes Video gibt. Ein ho anderes Horror-Game. Und das kommt. Ich weiß nicht, wann es rauskommt. Wann ich das überhaupt uploaden will. Aber egal. Second Floor. Ja. Ich habe immer noch Gänsehaut. Überall. Naja.
Ich weiß eigentlich nicht, was ich sagen soll. Ich fetze das einfach hinaus, also sage ich da mal, wir sehen uns beim nächsten Mal und adieu.